Hallo da draußen, in diesem Video geht es darum, wie man unter Windows sogenannte Systemrechte freischalten kann. Systemrechte sind die höchsten Rechte, die man unter Windows überhaupt haben kann. Damit ist man also noch über dem Administrator. Das kann also beispielsweise sehr praktisch sein, wenn man den Zugang zum eigenen System nicht mehr hat, wenn man zum Beispiel das Passwort vergessen hat, denn als System-User und mit diesen Systemrechten kann man dann eben auch die Passwörter löschen oder ändern. Wir fangen also an und brauchen dazu ein kleines Programm aus dem Internet. Wir gehen auf kali.org/downloads und scrollen ein bisschen runter und finden dann Kali Linux 1.0.6. Das ist im Moment die aktuelle Version. Ihr ladet natürlich die aktuellste Version, die gerade verfügbar ist, herunter. Und wir nehmen die 32-Bit-ISO-Datei. Einfach draufklicken und ich speichere mir das jetzt hier auf den Desktop und der Download beginnt. Einige Minuten später ist der Download dann fertig und ich habe die Datei jetzt hier auf dem Desktop und die müssen wir jetzt auf eine CD brennen oder auch auf einen USB-Stick in Anführungszeichen brennen. Wie man das auf CD brennt, ist ganz leicht. Einfach doppelklicken und dann hier das entsprechende Laufwerk auswählen und dann auf Brennen klicken. Wie man das auf einen USB-Stick brennt, haben wir schon in einem anderen Video gezeigt. Link dazu in der Videobeschreibung. Ich habe die CD jetzt also schon gebrannt und die liegt auch schon im Laufwerk und was wir jetzt machen müssen, ist den Computer neu zu starten und dabei von der CD zu booten. Wie das geht, können wir leider nicht im Detail zeigen, da sich das von Computer zu Computer unterscheidet. Allerdings ist es meistens so, dass man beim Start, also während des eigentlichen Bootvorgangs, die Entfernen oder die F2 oder die F8-Taste drücken muss. Also diese drei Tasten sollte man mal ausprobieren und dann kommt man meistens in ein Menü, in dem man dann auswählen kann, von welchem Datenträger, also von welcher CD oder auch von welcher Festplatte man booten möchte. Wir starten den Rechner jetzt hier also einfach neu und booten dabei von der CD. In diesem Menü angekommen, wählen wir einfach die erste Option, Live686PAE, und drücken also einfach nur Enter. Kurze Zeit später ist der Rechner dann hochgefahren und was wir jetzt als allererstes machen müssen, ist ein deutsches Tastaturlayout einzustellen, denn im Moment ist noch ein amerikanisches Layout aktiv und wenn wir jetzt hier irgendwelche Eingaben machen, dann kommen da teilweise andere Zeichen raus, als wir uns das vorstellen. Wir klicken dazu einfach hier oben auf Applications, dann System Tools, Preferences und dann hier unten auf System Settings. Hier sehen wir dann auch schon die Keyboard-Einstellungen, da klicken wir drauf und dann hier unten links auf Layout Settings. Und über das kleine Plus hier unten können wir dann ein neues Layout hinzufügen. Ich suche hier einfach mal nach German und wenn ich ein bisschen runterscrolle, hier ist German und ich markiere es also einfach und drücke hier auf Add. Das amerikanische Layout kann man dann einfach entfernen, indem man es markiert und dann hier unten auf das Minus klickt. Jetzt können wir also mit der eigentlichen Arbeit anfangen und wir beginnen damit, dass wir das Terminal starten, indem wir oben einfach auf das Terminal-Symbol klicken. Hier müssen wir dann eine ganze Reihe von Befehlen eingeben, mehr zu den Befehlen auch nochmal in der Videobeschreibung. Wir fangen damit an, dass wir uns alle Festplatten anzeigen lassen, die hier verfügbar sind und die erkannt wurden. Und das geht mit dem Befehl fdisk und dann Leerzeichen minus L, dann bekommen wir die alle aufgelistet. Hier wurden jetzt zwei Festplatten oder besser gesagt zwei Partitionen erkannt, einmal SDA1 und einmal SDA2. Und ich sehe hier anhand der Blöcke, dass SDA2 wesentlich größer ist und das liegt eben daran, dass SDA2 die Platte ist, auf der mein Windows installiert wurde. Und die müssen wir jetzt hier auch rausfinden. Also bei mir ist das SDA2, die merke ich mir also einfach. Und dann verbinden wir diese Festplatte mit dem System hier, damit wir darauf überhaupt zugreifen können. Das geht mit mkdir/media/c und danach dann noch /dev/sda2 in meinem Fall war ja die Windows Festplatte und dann /media/c. Wir sehen, die Festplatte wurde jetzt auch schon mit dem System verbunden, die ist hier auf dem Desktop erschienen und wir können jetzt also darauf zugreifen. Jetzt kommen also die eigentlichen Befehle, um den Systemzugang freizuschalten. Dazu tippen wir ein chntpw /media/c/windows. Und hier ist jetzt auch die Groß- und Kleinschreibung wichtig. Windows wurde jetzt hier nämlich mit einem großen W am Anfang geschrieben. Das macht jetzt tatsächlich einen Unterschied. Dann geht es weiter mit /system32/config/software, wobei Software jetzt komplett groß geschrieben ist.
Hier angekommen müssen wir dann noch in einen speziellen Unterpfad navigieren. Das geht mit dem Befehl CD für Change Directory. Und wir müssen in den Ordner Microsoft, dann Backslash, also kein normaler Slash, sondern ein Backslash, Windows NT, Backslash Current Version, Backslash Image File Execution Options. Wir drücken also Enter und an dieser Stelle müssen wir einen neuen Schlüssel erstellen mit dem Befehl NK für New Key. Und der Schlüssel heißt zhc.exe. Der Schlüssel wurde jetzt erstellt und wir müssen jetzt innerhalb dieses Schlüssels einen neuen Wert erstellen. Und um das machen zu können, müssen wir erstmal in diesen Schlüssel rein navigieren. Das wieder mit CD und dann einfach zhc.exe. Und den neuen Wert, den neuen Value, den erstellen wir mit NV für New Value. Dann Leerzeichen 1 und Leerzeichen Debugger. Debugger ist dann der Name des Werts, den wir hier erstellen. Der Wert wurde jetzt erstellt, also es existiert jetzt ein Wert mit dem Namen Debugger, allerdings steht da noch nichts drin. Und um das zu ändern, benutzen wir den Befehl edit oder ed, um diesen Debugger zu bearbeiten, um diesen Wert zu bearbeiten. Also ed, Debugger und dann Enter und dann können wir hier was reinschreiben. Und da schreiben wir rein cmd.exe. Dann wieder Enter und dann können wir das Ganze mit Q beenden für quit. Und dann werden wir noch gefragt, ob wir die Änderung auf die Festplatte schreiben wollen und das bestätigen wir einfach mit Y, also mit Yes. Anschließend können wir dann die Festplatte wieder vom System trennen mit U-Mount, nicht Unmount, sondern einfach nur U-Mount, also U und dann Mount, dann Leerzeichen slash Media slash C. Jetzt ist die Festplatte wieder getrennt und wir können den Rechner normal runterfahren und neu starten. Das geht mit dem Power-Off-Befehl. Danach schalten wir unseren Rechner einfach ganz normal wieder an und starten wieder unser Windows. Hier sagt er uns dann noch, dass wir die CD jetzt aus dem Laufwerk entfernen sollen und dann Enter drücken sollen. Das habe ich jetzt gemacht und dann also einfach Enter drücken. Der Rechner ist jetzt also ganz normal neu hochgefahren und jetzt können wir mal die Änderung betrachten, die wir verursacht haben. Wir drücken also einfach fünfmal hintereinander auf die Shift-Taste, das ist die Taste, mit der man Großbuchstaben schreibt, also 1, 2, 3, 4, 5. Und dann öffnet sich hier diese Eingabeaufforderung und das ist vorher nicht passiert. Das haben wir also hier neu eingerichtet. Und wenn wir hier jetzt mal den Befehl Who am I eintippen, dann bekommen wir als Antwort NT-Autorität System. Wir sind also nicht irgendein Nutzer, der hier auf dem Computer so existiert, nicht der Admin-User und auch nicht User 2 hier unten, sondern wir sind der System-User selbst. Wir haben also alle Rechte und können alles am System ändern. Wofür sich das jetzt genau nutzen lässt, dazu haben wir einige andere Videos gemacht, Links dazu in der Videobeschreibung. Da könnt ihr also mal reingucken, wenn ihr wissen wollt, wofür kann man das denn so gebrauchen. So viel zu diesem Video. Wenn euch das gefallen hat, dann abonniert uns doch. Und ansonsten bis zu einem nächsten Video von Orange on Black.